Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Internet. Das ist unser heutiger Gast im Neo Magazin Royal. Dr. Mighty Nguyen Kim. Und das ist Ihr Applaus. Ich freue mich schon sehr auf heute Abend. Was denn du? Komisch, alles chemisch. Das erste Mal habe ich YouTube-Videos von dir gesehen. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal bei Funk, das MyLab. Vielleicht kann man das jetzt schon mal vorab verraten, Wissenschaftlerin, Doktorin, hast geforscht in Boston am MIT, in Harvard, dann Doktorarbeit an der RWTH geschrieben in Aachen. Ja, ist ein bisschen kompliziert, ja, das kann man schon so sagen. Ist die RWTH, ist das noch eine Exzellenz-Uni, ist das noch eine Elite-Uni, eine der wenigen Deutschen? Oder ja, hat klar. Man, also so ich habe mal gehört, dass die RWTH in Aachen eine Elite-Uni ist. Wahrscheinlich haben dann irgendwelche Prüfer herausgefunden, dass die in Aachen ist. Und als ich die Stadt angeguckt habe, haben wir gedacht, nee, doch nicht. Doch lieber wieder runter zur Realschule degradieren. Nee, Aachen ist schon hart, das ist eine richtige... Ist schon eine schöne Stadt. Schöne Stadt, ganz viele... Oh. Ja, guck hier. Diese sehr einfachen Menschen in Reihe 1 finden Aachen ist eine schöne Stadt. Ganz viele Maschinenbauer und überall hört man, wie exzellent man ist. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ja. Was hast du denn eigentlich genau studiert? Chemie. Ganz normal. Und, ja, aber du bist also dann auch eine Doktorandin? Doktor Chemie. Das ist auch ganz normal in der Chemie, ja. So ähnlich wie bei den Medizinern, das muss fast jeder machen. Es dauert nur leider sehr lang. Ist das tatsächlich so, dass du quasi eine ganz normale naturwissenschaftliche Doktor, aber normal in Anführungsstrichen schreiben musst? Es ist mandatory für deine Berufslaufbahn als Wissenschaftlerin, als Chemikerin. Muss man das machen, so wie beim Arzt? Man muss nicht, es machen sehr viele, ich weiß nicht, 80-90%. Aber ich wollte das auch, weil man erst in der Doktorarbeit so richtig forscht. Und das wollte ich unbedingt machen, bevor ich YouTube-Videos mache. Auf deinem YouTube-Kanal hast du mich eingenommen mit dem Video, wo du Mazellenwasser erklärst. Mit Mazellenwasser erklärst, also so ein... dein Leben verändert. Ja, ich sehe es auch, du hast eine ganz tolle Haut. Ja. Naja, aber dass das man von sieht man jetzt nicht, aber ich bin ja näher dran. Ja. Meine Haut ist HD-ready. wenn man von einer Chemikerin erklärt bekommt, dass es alles Quatsch ist und auch erklärt bekommt, warum das Quatsch ist, ist das schon einigermaßen eindrucksvoll. Du machst auch ganz andere Sachen. Praktisch. Ja, was machst du? Was ist das letzte Thema, was du behandelt hast auf deinem Kanal? Das letzte Thema ist gar kein chemisches Thema. Da habe ich über Hashtag von hier geredet. Ah. Weil, das sieht man jetzt nicht, aber ich bin Vietnamesin, genetisch. Ja. Ah, okay. Genau. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ich sehe das gar nicht. Nee, gar nicht. Genau. Völlig unvoreingenommen. Ja, also, manchmal rede ich auch über sowas, aber meistens geht es nicht nur um Chemie. Also ich rede über verschiedene wissenschaftliche Themen. Da hast du bei diesem Video von hier hast du über die Dinge geredet, die im Alltag passieren, weil du nicht aussiehst wie eine Aachener Kartoffel. Eine traditionelle Aachener Kartoffel. ja, also ich versuche halt auch, wenn ich über etwas Gesellschaftliches rede, auch so ein bisschen, ich nenne das immer, wissenschaftlichen Spirit reinzubringen. Dass man sagt, komm, wir können uns doch ein paar Sachen einigen. Was wissen wir auch nicht? Und gibt es denn irgendwelche Lösungsvorschläge? Mhm. Wir, ich muss gestehen, haben in der Vorbereitung für die Sendung heute Abend sehr lange darüber diskutiert, ob wir dir das vorschlagen können, dass wir heute Abend crazy Versuche machen, Fernsehchemie, Versuche, so Flüssigkeiten ineinander gießen, wo es dann knallt und bis wir festgestellt haben, keiner von uns hat Ahnung. Ja, die Leute stellen sich vor, ich habe da jetzt zufällig was dabei. Gas einatmen, Stimme hoch. So. Also erstens, sowas lernt man ja als Chemikerin gar nicht. Also ich stand zwar viel im Labor, aber wenig davon war visuell ansprechend. Das meiste war auch recht giftig. Das kann man nicht unbedingt in so einem Studio machen. Mhm. Auch bei dem Publikum ist das egal. Kleiner Spaß. Ja, und es kommen ständig Leute auf mich zu und wollen mich einladen und sagen, wir haben uns da was überlegt. Und zwar was ganz Besonderes, wir machen Experimente. Und dann sage ich meistens, ja, das können wir gerne machen, aber da müsste ich jetzt auch erstmal mich erkundigen, habe da meistens leider keine Zeit und sage, ja, wenn ihr irgendwie Expertin oder Experten habt, die ihr fragen könnt und sich auch um die Sicherheit kümmern und die Chemikalien bestellen, das ist ja auch nicht so ganz einfach, dann können wir das gerne machen und das hat noch nie geklappt. Wir haben tatsächlich, das ist kein Spaß, unser Kollege Ralf Kabelke hat sich freiwillig dazu bereit erklärt, das alles vorzubereiten, weil das ja, der
Redaktionspyromane. Und wir haben wirklich Chemikalien versucht zu bestellen. Wir haben draußen Versuche gemacht und haben auch Sachen ausgedacht. Aber es war wirklich am Ende dann zu gefährlich. Die Feuerwehr hat es nicht abgenommen. Die hat gesagt, auf gar keinen Fall macht ihr das. Wir machen es draußen, haben wir dann gesagt. Nee, auch auf gar keinen Fall draußen. Das ist ein Mischgebiet hier. Das kann sein, dass da Wohnblöcke in die Luft fliegen. Ich weiß, und ich habe das auch von vornherein gesagt, also vom ersten Telefonat mit der Redaktion. Und die so, ja, ja, aber wir gucken mal. Und Ralf hat echt tolle Sachen. Also Quecksilber irgendwie auf irgendwas reingießen oder Metallkugeln erhitzen und das irgendwie in so einen Eisblock werfen oder, keine Ahnung, Gase einatmen. Hat alles nicht funktioniert. Wahnsinnig. Ja, Mensch. Wenn wir das eines Tages hinbekommen sollten, was, weißt du, wirklich sicher ist, würdest du nochmal kommen? Ja, klar. Ganz ehrlich, das wäre super. Ist denn schon mal bei dir was schiefgegangen im Labor? Ist schon was irgendwie... So eine kleine Hindenburg, irgendwie abgestürzt. Ich hatte mal einen ziemlich harten Unfall im Labor während des Studiums. Sind Chemiker im Publikum zufällig? Leute, die vielleicht Chemie studieren wollen? Tödliche Stille kehrt ein. Oh Gott, oh Gott. Vernünftige Leute. Ach guck, da oben ist ein Chemiker. Aha, ah, sehr gut, sehr gut. Verhüllen Sie Ihr Gesicht, das darf niemand wissen. Es war im Sommersemester, es war ein sehr heißer Sommer, also ich glaube fast 40 Grad und im Labor war es, also das war keine normale Raumtemperatur mehr. Wir haben alle geschwitzt und als Chemiker muss man ja immer lange Hosen anhaben, geschlossene Schuhe, Kittel natürlich, Schutzbrille. Die Schutzbrille ist mir teilweise beschlagen vor Schweiß. Ein Kumpel von mir hatte unterm Kittel nichts an, der ist einfach oberkörperfrei, hat sich anders ausgehalten. Und ich habe, es war ein ziemlich stressiges Semester, also muss richtig hart arbeiten und ich habe gedacht, ich bin Fuchs, es war auch schon im 7., 8. Semester, da wo man eigentlich schon alles kann und ich dachte, ich mache jetzt einfach ganz viele Sachen parallel und man arbeitet als Chemiker immer mit so einem Abzug, also wie so eine große Dunstabzugshaube und ich hatte an der einen Stelle hier was am Kochen, wie wir sagen, also eine Heizplatte und parallel wollte ich was anderes machen, das nennt man Ausschütteln, dann hat man so ein Glasgerät und arbeitet mit Lösungsmitteln wie Ether, Diethylether. Mhm. Und dieses Lösungsmittel hat einen sehr hohen Dampfdruck. Das heißt, wenn das jetzt Ether wäre, ich würde es zumachen, dann würde sich hier ein großer Druck aufbauen, sodass es abploppen kann. Und je heißer es ist, desto stärker. Ja? Dann habe ich eben diesen Ether in dieses Gefäß getan. Dann nimmt man es in die Hand, schüttelt das und belüftet das zwischendrin immer, um dem Druck eben nachzugeben und bevor ich das zum ersten Mal entlüften konnte, ich habe das wirklich reingefüllt, rein in die Hand genommen und ist mir das um die Ohren geflogen. Der Ether hat sich im ganzen Abzug verteilt und sich höchstwahrscheinlich an dieser Heizplatte entzündet. Also man soll halt auch keine Zündquellen in der Nähe haben, wenn man mit Ether arbeitet. Innerhalb von Sekunden stand der Abzug in Flammen. Die Flammen haben mich, also ich habe nur gemerkt, dass ich die Flamme abbekommen habe und ich wusste im ersten Moment gar nicht, oder ich dachte, ich brenne. Und ich weiß es noch ganz genau, es war wie Slow Motion. Ich gucke so um mich herum und alle starren mich so an. Und ich weiß doch, wie ich dachte, ich glaube, ich brenne nicht. Weil sonst wäre ja bitte jemand schon gekommen. Und ist dann deine Doktorarbeit in deinem inneren Auge vorbeigezogen? Ich habe erst gedacht, ich glaube, ich bin jetzt entstellt. Also es war echt, und dann, also jetzt finde ich es lustig, aber dann habe ich mich im Spiegel gesehen und ich sah original aus wie diese so Chemiker-Faschingskostüme. Ja, also Haare so, alles Haare schwarz. So. Ich zum Glück natürlich Schutzbrille aufgehabt, Schutzbrille und sonst hier einfach schwarz. Also, wenn Sie eines lernen, wenn Sie mit Ether rumexperimentieren, keine Zündquelle in der Nähe haben. Ja. Und wenn es sehr, sehr heiß ist, am besten gar nicht mit Ether arbeiten. Arbeiten Sie nicht mit Ether, sondern nutzen Sie den Ether, um das Neo-Magazin zu empfangen. Heute Abend bei ZDF Neo sind wir auf dem Ether. Ja, war das nicht früher so, dass die Leute gedacht haben, dass die Funkstrahlen in so eine Schicht über der Erde gehen, die Erde zusammenhält, dass der Ätherraum, der irgendwie die Erde umspannt, dass das daher die Redensart kommt vom Rundfunk, dass etwas über den Äther geht. Vom Rundfunk? Ja, man sagt, wir schicken etwas über den Äther. Ach so. Also, oder man, beim Radio hat man das früher gesagt, weil ich habe gelesen, dass daher kommt, dass die Menschen vor 100 Jahren gedacht haben, was die Erde umspannt, sind mehrere Schichten aus Gasen und eine davon ist der Äther. In diesem Äther würden sich die Funkwellen Sehr gefährlich in Wirklichkeit. Ja, weil Funkwellen können ja auch Zündquellen sein und dann knallt es halt da oben, hat man dann später rausgefunden. Der Hashtag für die Sendung heute Abend, wenn Sie schreiben möchten über die Sendung, Soldaten beraten, unser ganz fantastischer Gast Dr. Mighty Nguyen Kim ist heute zu Gast. Es kann sein, dass wir heute Abend vielleicht ein Experiment haben, vielleicht ein kleines Tanzexperiment. Vielleicht. Lassen wir uns mal überraschen, was heute Abend passiert. Das ist dein Buch und ansonsten sehen wir dich bei YouTube. Hier.
Ich freue mich schon auf heute Abend. Meile, freuen Sie sich aus. Kanal. Auch es lohnt sich sehr. Wir haben einiges für Sie vorbereitet. Wenn Sie Journalist oder Soldat sind oder beides gleichzeitig, ist das Ihre Sendung. Und Chemiker heute Abend einschalten. Bis später.